Hey, hey, willkommen zurück im Turm der Götter. Ja, im letzten Part sind wir hierher geschickt worden, weil man uns mal wieder nicht glaubt, dass wir der auserwählte Held sind und wir uns mal wieder unter Beweis stellen müssen. Ja, ganz toll. Okay, aber okay, mitunter glauben wir selber nicht mal dran, dass wir wirklich der auserwählte Held sind. Okay, dann schippern wir mal hier rum. Dieser Tempel war eigentlich ziemlich cool, hier mit absteigendem Wasser und so und nicht wahr? Und alles Mögliche und so, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuerst wie hin muss. Das werde ich aber bestimmt gleich wieder checken. Ich fahre einfach erstmal hier hin. Ohne die Mauern zu zerbomben und ohne irgendwie was zu machen. So, hä? Ja, okay. Schalter mit Statue Dingsdrums, alles klar. Was ist das hier? Ah, ja, okay, okay. Ah, ja, ja, okay, Moment. So, erstmal. Hoppa! Oh, ist Link stark, ey, oder was? Guckt euch das mal an. Oh. Was so. Das war gerade ein cooles Standbild. Stoop! Ganz komisch. Okay, ich habe sie aus Versehen geworfen. Ist ja gut, ablegen. Stoop! Schön. Okay. Mal gucken, was die Götter uns für Proben hier auch ertragen. Ja, das ist erstmal billig hier. Schlitz! Was haben wir hier Schönes? Ah, ja. Sinkt das Wasser? Ah, ja, okay, gut. Hopp! Kurz mal gucken. Ah ja, was soll das denn hier? Was soll das denn hier? So, kurz draufstellen. Halt, nein, 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 nein. Schnell, 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 Link, bevor das Wasser wieder kommt. Stump! Ah, oh, Verzeihung, das war etwas zu laut. Ja, jetzt ist klar, dass es wieder weg ist, alles klar. Das heißt, ich gehe hier kurz rauf wieder und warte, bis das Wasser wieder absinkt. Und bis dahin habe ich ein kleines Lied. Okay, wer es erkannt hat, der darf sich freuen. So, die mystische Brücke, wie damals bei Ocarina of Time, erscheint und wir haben dieses komische Ding hier. Was soll das denn? Die Tür leuchtet und wir müssen wieder zurück, aber ich warte lieber. Ja, gut, dass ich gewartet habe. Okay, von dieser säulenartigen Skulptur hier müssen wir mehrere Dinger auf die dafür vorgesehenen Plattformen stellen. Was dann passiert, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber dafür sind wir ja hier, um es rauszufinden. So. Ah, Link ist cool, Mann. Obwohl er so ein kleiner Stöpsel ist, hat er unmenschliche Kräfte, wo er die Kraftarmbänder erst noch bekommt. So, und dafür ist hier dieser Sockel. Stopp! Alles Klärchen. Ein Gitter öffnet sich und damit ein weiterer Durchgang. Schön. So, aber erstmal will ich da lang. Ich könnte zwar schon weiterfahren, aber dann geht's noch nach rechts. Ich will erstmal hier gucken. Oh, hier ist gar nichts. Doch, doch, halt, wartet, 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 schnell, Link, rauf da. So, was haben wir denn hier, bitte? Okay, das sieht schon mal sehr mies aus. Ah! Wasser. Ich hasse Wasser. Nee, nee, was soll das denn hier? Ah, da, guckt mal, guckt mal, guckt mal, alles klar. Mama, willst du, ne? Okay, weil ein Vieh jetzt im Wasser ist, bringt das nicht viel. Nein, ich wollte doch noch schneller rauf und... Ah, Mann. Schlitz! So, okay, dann schieben wir das Ding einfach mal ein bisschen. Komm. Ja, okay, und Link, jetzt gehen wir da rauf. Wasserlift, bitte. Nein, ja, toll. Okay, so. Bomben ausrüsten, von denen wir schon 99 tragen können. Ist ja unglaublich. So, einfach kurz mal hier stuben. Kurzes Wasserdeckung. Oh, verdammter Mist. Okay, wartet, 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 schnell, schnell. So, was haben wir denn hier? Sieht aus wie... Sieht aus wie Kompass oder so. Oh, irgendwie so ein Quatsch ist das doch, wo es wieder... Ja, das ist die Labyrinthkarte, cool. Das wird einiges einfach schon erleichtern. Gut, sehr gut. Mit Hilfe von Dingsbums kann ich mich umgucken. Ja, ist doch klar, wisst ihr alle schon. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Warte mal, ich gehe einfach auf. Leg nochmal eine Bombe, versteck mich diesmal etwas weiter hier. Und da ist noch so ein Durchgang-Ding. Link, oh mein Gott. So, aber dafür brauche ich jetzt wieder eine Kiste. Okay, wartet. Schnell. So weit wie es geht. Ich hör die Elektroviecher, aber es ist mir scheißegal. Die können mich mal. So. So, okay. Hier wird jetzt einfach gewartet. Kamikaze! Wrong! Nein, die Kiste ist kaputt. Was soll das denn?
Da ist ja eh bloß so ein komisches Vieh drin gewesen. Ah! Aua! Mann, ihr Säcke! Ihr könnt mich mal! Scharf! Mann, wow! Was? Schau mal den Schlitz! So, wo ist hier noch einer? Ist hier noch irgendwie eine Mauer? Ich guck mal. Nein, nein, nein. Vielleicht ist da ist bestimmt wieder irgendwie so ein Glücksamulett oder sowas drin. Aber brauche ich das wirklich? Hä? Brauche ich das denn so dringend? Nein. Ich glaube nicht. Eine Schüssel kann ja wohl kaum drin sein. So, Boot. Hä? Jetzt fahre ich erstmal nach links. Zu den brüchigen Mauerdingern. Und guck mich da mal um. Voll der fette Wasserspeier hier, Alter. Kommt gar nicht mehr klar. Aber wunderschön, oder? Dass der Tempel hier mitten aus dem Meer kam. Warm. Warm. So, zurück. Zurück. So. So, das Wasser ist eh wieder runter. Also knall ich schon mal einfach so, weil es schicker aussieht. Das Ding hier auch noch. Warm. So, und jetzt mal gucken, was auf der Seite uns erwartet. So. Schön im Salzwasser hier. Hm. So, es sieht so aus, als hätten wir hier wieder so ein, gelbes Vieh? Nein. Hier ein Sockelding, alles klar. Aber erstmal, ja, genau, genau, genau. Erstmal, so, schnell. Ich höre das Wasser wieder runtersinken, gut. Schlüsseltür. Und Fackeln, die gleich wieder ausgehen werden. Aber wir haben wenigstens eine Truhe zum Erscheinen gebracht. So, was willst du jetzt, Mann? Oh, ich wollte ihn gerade anwerfen. Aber ist egal. So, Flammen wieder aus. Macht aber nichts. Macht gar nichts. Und 10 Rubine, yay. Ah, ne, Glücksfragment. Glücksamulett. Fragment. Ah, das ist nur noch, weil der Link so ähnlich aussieht wie der Link aus dem Minish Cap. Okay, dann machen wir mal die nächste Sockelfigur an. Ist ja gar nichts. Was willst du, Mann? Ah, ach so, die Viecher. Ja. Die muss ich mit meinem schönen Blattwirbler zerwirbeln und schön löschen und was? So, hier sind erstmal voll die ganzen Köpfe, Alter. Aber erstmal schön alle zerstören hier. Link, der Barbar. So, hier haben wir, glaube ich, den Kompass drin, kann das sein? Und ja, Link guckt schon nach oben. Weil da ist ein Augenschalter aus früheren Tagen bekannt und dafür brauchen wir erstmal den Bogen. Und ich habe richtig gehabt mit dem Kompass. Das ist doch gut. Where we going? So, da. Okay, Augenschalter. Können wir noch nichts machen. Da geht nichts. Also sind wir hier erstmal fertig. Schön. Schlüssel brauche ich auch noch. Den habe ich aber nicht. Also können wir jetzt dahin, wo ich das Gitter freigemacht habe. Schnell, Link, bevor Wasser sinkt. Oh, gut. Wow. Und... Ah, keine Punktlandung, aber das ist auch egal. So. Ja, sorry, Freunde. Es geht nur so langsam. Es geht nur so langsam. Wow, 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 wow. Dum, dum, dum. Bam, bam, bam. Wow, wow, wow. Wenn ich jetzt da lang fahre, kriege ich bestimmt bloß einen kleinen Schlüssel und dann... Weil der eigentliche Tempel beginnt ja noch gar nicht. Nein, wir sind immer noch in der Eingangshalle. Und schön geht das Wasser wieder runter. So ist schön. So, was ist das jetzt hier? Ah, okay. Ich muss einfach bloß die zwei Figuren auf die Schalter da stellen. Was? So, wie Link sich hier nass macht, ey. Okay. So, komm mal mit, du dicker Brocken. Stump. Stump. Die Geräusch ist irgendwie ein funny. Stump. Also sind die Dinger hohl, vielleicht. Und deswegen kann Link sie einfach so über seinen Kopf tragen. Okay, wo sind wir jetzt? Guckt euch das hier an. Ach ja, das war, glaube ich, so lustig, oder? Nee, okay, ich muss hier ein... Ja, hier ist wieder mit Wasser und ich muss mir erstmal eine... Ich muss mir erstmal eine Brücke zusammenschieben. Ist doch nicht wahr. Gut, jetzt habe ich natürlich wieder verkackt. Ich muss die Fackeln da anzünden. Das geht nur mit einer schönen Brücke. Das ist doch kein Problem. Sollte machbar sein. Ich schieb einfach bloß... Ich brauche bloß eine Kiste, oder? Ich brauche bloß eine Kiste. So, dann mal los. Eins, zwei, drei. Ja, so. Wartet, wartet, wartet. So, und den noch ein bisschen so. Ja, ich probier's einfach mal. So, komm, Link. Grab the stick. Und dann geht's los. Hop. Hop.
Wow, Link, ey, du bist richtig cool, Link. Trap und so weit. Okay, also schiebe ich das Ding jetzt einfach bloß noch rein. Bisschen nach hinten. Und zwar bis zum... Link? Och, Mensch, Link. Ja, warum kann das nur von... greifen. So. So, das müsste reichen. Oder? Ja, reicht. 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 Das muss reichen. Um Link zu weichen. So, jetzt aber schnell. Schnell, einfach geradeaus, Link. Zirp. Ey, was? Ey, Link, was machst du für Scheiße? Warum ist das so Wasser aus? Ey, Link! Was war das denn gerade für ein Muschisprung? Oh, tut mir leid, das war wieder ein unflätiges Wort, aber anders kann ich es einfach nicht beschreiben. Habt ihr das gesehen? Jetzt guck ich, Tram! Oh nein, ich muss mich festhalten. Und ich sehe auf der Karte, dank dem Kompass, dass es hier eine Truhe geben wird. Und jetzt sind mir die Stäbe ausgegangen. Toll! Das hat jetzt wieder viel zu lange Zeit in Anspruch genommen, dass ich warten muss. Nein, Link, mach doch mal aus. Mach aus, zieht Feuer. Mann, der brennt ja den ganzen Stab weg. Ach, wenn jetzt der Stab ausgeht. Ach, ich mach's einfach. Ist mir zu großer Risk. So, okay. Und los geht's. Wasser? Wasser! Na, der Stab brennt anscheinend sowieso für immer und ewig. So, hopp. Hoppa. Zöppa. Hoppa. Und Tram. Oh, mein Gott. Wunder. Bärchen. Und das sieht mir doch extrem nach Schlüssel aus. Nach Schlüssel komm raus, sieht's mir aus. Yeah! Ein kleiner Key. Super, wie nie. Okay, dann können wir jetzt aber wieder zurückjungeln. Wir wissen... Okay, das mit dem einfach zurückjungeln. Nehme ich mal wieder zurück. Ihr könnt mich mal, ihr seid der Bus. Ihr seid der Bus Ablenkungsdeko. So, okay, roter Leuenkönig. Twem! Zurück zur freigebombten Zone. Okay, der Part ist bald vorbei, aber ein bisschen werde ich noch schaffen. Der Part ist bald vorbei. Bye, bye. Ich könnte auch den Rest jetzt schon schwimmen. Ich schwimme den Rest! Schnell! Okay, wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich im nächsten Part tot. Oh, das war knapp. Oh. Ja, das war knapp. So. Dummes Vieh. Oh, das, oh mein Gott, das ist ein Wasser unter Strom hier. Setz schnell. Oh. Oh, puh. Was so? Oh Mann, wie liegt immer erstickt, ey. Da ist der nächste Säulenpunkt. Seht ihr das? Der Säulenpunkt. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss erstmal die Viecher hier alle killen, weil die mir so auf den Sack gehen. Tschüss! Mann, Link, lass dich fallen! Oh Mann! Oh! Schlitz! Schlitz! So, okay. Was muss ich nochmal machen? Ich muss hier wieder... Ach so, okay. Okay. Das war die Mission. Ich sollte einfach erstmal alle Viecher killen. So, und dann haben wir doch schon wieder Smooten! Eine neue Säule in unseren Händen. Kurz wieder auf den Wasserspiegel warten und let's go! Schnell. Und ich glaube, ich weiß schon, was jetzt passiert. Stopp! Zwei Säulen sind aktiv und... Yeah! Wir haben einen geheimen Gang freigeschaltet, der sich hinter dem Wasserfall verborgen hatte. Und Freunde, jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Der Tempel geht jetzt nochmal richtig in die Vollen, richtig geil. Warum sinkt das Wasser so schnell? Egal, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann im next Part. Ich will bloß noch schnell da oben rauf und auf eine sichere Stelle hüpfen. So, kommt schon, Link. Und genau. Ah, okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.